Ja, wir sind mal wieder zurück beim Let's Play Florencia. Ja, bin jetzt gar nicht dazu gekommen, weiterzuspielen. Aber wir werden das jetzt einfach weitermachen von dem Punkt, wo wir letztes Mal aufgehört haben halt. Wir müssen hier die Ruckner einfach ignorieren und Hornets müssen wir jagen und Lesser-Imps. Ja, das dürfte ja wohl kein Problem sein. Jetzt kann ich mich nur noch mal dran erinnern, wie ich das umgelegt hatte hier in den Taschen. Aber das werde ich ja wohl noch hinkriegen. Irgendwie wird es schon alles. Ja, ich gucke jetzt, dass es immer regelmäßiges der Fall sein wird, dass wir Florencia-Parts haben. Ja, dass wir auch ein paar Levels abkommen. Wäre schon nice, wenn wir da bald ein bisschen schneller vorankommen würden. Ist natürlich auch in eure Interesse, schätze ich jetzt mal. Ja, vielleicht findet sich irgendwann mal jemand, mit dem ich dann das Let's Play weiterfolgen werde. Bin ich schon relativ sicher, dass es klappt. Muss man halt auch Zeit finden, wo wir beide Zeit haben. Aber ja. Zwischen mal hier das Hier und Jetzt konzentrieren und die Quests sind ja relativ geschickt. Ah, hier muss man auch was sammeln von Mighty's Web. Aber nachher gehen wir sowieso zu den Lesser Imps. Ja, es könnte sein, dass wir danach so ein Dreiviertel Level vielleicht wieder abbekommen mit den ganz vielen Quests hier. Wäre zumindest nice, aber ja. Müssen auch nicht in jedem Part Level abkommen. Aber wir brauchen dringend mehr Dev, dass wir auch wieder richtig bisschen AOE Fertigkeiten einsetzen können, weil so bringt die AOE Fertigkeit natürlich nichts. Ach, wir machen das jetzt einfach. Ich hoffe, ich habe noch genug Mana, um das jetzt einzusetzen. Aber ne, Queen Hornets sind sowieso Fernkämpfer, von dem her bringt es das nicht, die dazu zu pullen. Wer hätte es gedacht? Nah- und Fernkämpfer bringen relativ wenig, ja, zusammen. Hornets Main brauchen wir nicht. 25 haben wir schon. Das geht auch relativ schnell. Müssen wir gucken, dass wir nicht zu weit laufen, dass da die Queen Hornets nur noch kommen. Weil die brauchen wir ja nicht. Was ist hier? Warkens Heart brauchen wir 10 Stück. Ah, stimmt, Warken bei den habe ich da auf Screen oder gelevelt. Ich weiß gar nicht mehr. Oder ob ich das mit euch gemacht habe. Sind auf jeden Fall nicht so stark. Aber die hier machen ja auch kaum noch Damage. Zumindest wenn wir sie einzeln fertig machen. Oh, wie es halt ruckelt, aber hier ist irgendwie viel los. Keine Ahnung, was da gerade abgeht. Ich weiß ja nicht, ob es hier irgendwie gerade so ein Halloween-Event schon gibt. Also in Metin gibt es da gerade eins. Manche werden sich vielleicht fragen, wieso ich gerade wenig Metin mache oder fast gar keins mehr. Es liegt daran, dass irgendwie meine Rüssi abhanden gekommen ist von meinem Farmer. Und keine Ahnung, wo die jetzt ist. Auf dem Account von meinem Farm ist auch ein anderer Chart, der ist jetzt ganz leer. Keine Ahnung, was da los ist. Null Yang, alles weg. Aber ich hatte noch keine Zeit, irgendwie da jemand anzuschreiben vom Support, dem mir sagen kann, wo die Sachen hin sind. Aber ja, jetzt sind wir hier in Florencia. Da läuft bis jetzt alles normal. Bloß die Pots, die bräuchten wir endlich mal, dass wir da ein bisschen schneller leveln können. Aber das kriegen wir auch so hin. Was, zwei Lesser Imps haben wir schon gekillt. Ja, stimmt. Wir mussten ja schon mal Lesser Imps. Ne, wo wir die Mighties gekillt haben, waren natürlich die Lesser Imps auch in der Nähe. Ist irgendwie voll ungeschickt, die Taschenkombination.
Muss ich ein bisschen anders machen, aber. Frage ist, wie das geschickt ist. Ich brauche die Fertigkeiten nämlich öfter. Moment, kann ich mich gleich kurz hinsetzen. Einfach mal so, dann. Daran habe ich schon gewöhnt, aber machen wir es vielleicht so. Ja, wird schon passen. Wenigstens ist es jetzt ein bisschen besser. Kommt man wenigstens richtig hin. Ach so, unser tolles Item ist ja abgelaufen. Also es hat sich ja richtig gelohnt. Aber naja, Items. Da bekommen wir ein Item geschenkt. Aber wir haben kein Inventar, Slot frei. Ist ein bisschen blöd. Mensch, könnten wir das natürlich jetzt auch kurz öffnen. Welcher Quest bringt da wohl am meisten, aber es bringt ja sowieso immer hier an dem MMO relativ alle gleich viel. Alle relativ gleich, wieso? Ich überlege mir jetzt, ob ich überhaupt. Den Quest mache ich jetzt in diesem Part wahrscheinlich sowieso nicht fertig, weil das dauert wieder zu lang, weil wir da an zwei verschiedenen Levelorten Mobs killen müssen. Und ich glaube, wenn die Zeit reif ist, gebe ich einfach mal die Quests ab. Vielleicht kriegen wir dann Folgequests. Ja, das mache ich dann so. Mache ich jetzt auf jeden Fall die Hornets und dann gucke ich mal auf die Zeit und bla bla bla. Scheißegal. Weil ihr könnt es gerade sowieso nicht mehr beeinflussen. Ja, das werdet ihr dann schon sehen. Mit meinem Equip, die könnte ich sowieso mal uppen wieder. Bis jetzt habe ich ja bloß die Waffen und einen Code hier geuppt. Aber ich war eigentlich relativ optimistisch, dass ich bei den Quests jetzt irgendwie eine bessere Equip kriege. Von dem her hätte sich's dann nicht gelohnt zu uppen, aber irgendwie bekomme ich da doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ach, blödes Gift. Kann mich nicht daran erinnern, dass ich zuvor so oft vergiftet wurde, aber passiert. Ich weiß gar nicht, ob es in Flo so viele Events gibt, gerade bei Halloween jetzt. Wäre schon lustig. Wird sich da vielleicht schon lohnen, wenn man das weiß. Jetzt müssen wir ja nur noch 4 Stück killen, da können wir vielleicht noch schon noch ein bisschen zu den Lesser Imps gehen. Zu den Wargen jetzt eher nicht. Drei Stück noch. Habe ich schon alles geskillt? Ja, das passt. Ich muss echt mal ein bisschen mehr offscreen leveln. Aber ich komme leider gerade echt nicht dazu. Voll schade. Ups, ne, da wollte ich jetzt eigentlich nicht gleich hin. Zwei braucht man noch. Kriegen wir den Quest vielleicht doch noch fertig? Diesen Part. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, ob ihr da immer läuft, wenn ihr zurück in die Stadt müsst, aber eigentlich ist doch der schnellste Weg, sich killen zu lassen, oder meine ich das bloß? Ja. In anderen MMOs mache ich es ja eigentlich immer so, dass ich mich killen lasse, um in die Stadt zu kommen. Bloß in den anderen MMOs gibt es halt ein sehr nützliche Feature, dass man halt automatisch laufen kann.
Das finde ich schon relativ nice hier in Flow. Und jetzt haben wir diese Teilaufgabe von der Quest geschafft. Gut, dann direkt zu den Lesser Imps. Irgendwie ist aber schon ein bisschen schade, dass die Quests alles an einer Mobart sind. Sieht man wenig anderes, wenig Abwechslung noch, aber ja, Pech. Nee. Hä? Was ist da jetzt los? Wen greift die Lesser Imp an? Hä? Da ist Buggy gerade. Habe ich da. Ich glaube, ich habe irgendwas gedrückt, um da die andere Spieler auszublenden. Ach, scheiße war's. Naja, die Mighties müssen wir auch killen. Dann machen wir das halt auch. Mighty's Web. Stimmt, die brauchen wir, glaub, zweimal. Da haben wir, glaub, schon einmal. Ja. Kommt mir gerade alles so langsam vor hier. Mighty's Web. Normal haben wir da ja auch mehrere gedroppt. Mir ist ja relativ egal, was für ein Quest wir hier fertig kriegen. Hauptsache XP. Ja, also in nächster Zeit dürften da eigentlich, wenn es hier Events gibt, relativ viele Events kommen. Nikolaustag, Weihnachten, letztes Mal noch Halloween, Neujahr. Schon eine eventreiche Zeit hier. Und wenn MMO da mitmacht, dann wird da schon viel geboten. Ach, aber die sind hier schon stärker, die Mobs, deshalb müssen wir uns da bisschen mehr Zeit geben. Schon irgendwie gerade hätte ich doch einen anderen Server auswählen sollen, weil hier ist alles voll. Ach, genug Mana habe ich auch nicht, mir was zu pullen, aber ja, macht er eben doch. Ach stimmt, das hätte ich eigentlich aktivieren sollen. Und ich verrecke jetzt, das heißt, dann gehen wir eben gleich in die Stadt. Habt ihr noch Mighty's Web, aber kriegen wir nicht. Toll. Okay, dann gehen wir jetzt in die Stadt. Super. Schicksal hat entschieden. Dann machen wir das halt jetzt. Unsere Equipe ist so ziemlich mies und wieso ruckelt es so dermaßen? Jetzt drei Quests können wir abgeben. Dann können wir auch wieder was annehmen. Ja, stimmt, unsere Questliste war nur voll. Das heißt, es lohnt sich so und so. Ja, mal gucken, wie viele XP wir kriegen. Quest. Ja, geht. So viel bringt's jetzt doch nicht irgendwie. Aber wir haben ja noch einige Quests. Auch hier noch so voll viele unnötige, die uns kaum was bringen. Wird man schon überschüttet mit Quests hier. Ja, Folgequests, sowas gefällt mir. Können wir gleich nochmal einen annehmen. Oh, das Stille ist jetzt voll gewesen. Ne, okay. Jetzt noch einen letzten abgeben. Und dann heißt es für mich erstmal offscreen weitermachen. Wenn ich denn endlich die Zeit dazu finde. Aber wenn ich Zeit habe, dann will ich meistens für euch was aufnehmen, weil die letzte Aufnahme dann auch immer schon eine Weile her ist. Ja, aber auf jeden Fall haben wir jetzt 36, fast 37% und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.